Es hat gestern gerumst und gekracht. Hallo und herzlich willkommen, ja, in unserem kleinen Paradies hier im Haus. Auch das gibt es tatsächlich immer noch. So, wenn heute ein paar Kleinigkeiten nur machen, ich werde das eine oder andere mal zeigen, so wie die Tomaten jetzt und die Chilis, weiß Bescheid. Ja, was genau wir jetzt machen oder nicht, das werden wir im Laufe des Filmes sehen. Aber wenn ich jetzt hier rumsitze und viel erzähle, bringt es ja auch nichts. Von daher holen wir uns die Klamotten einfach näher ran. Und dann zeige ich euch und sage euch, wie wir weiter vorgehen und wir können sehen, wie die Pflanzen sich entwickelt haben. Also, let's do it. Fangen wir mit der Grünkohltomate an. Hier kann man es jetzt ablesen, nicht wahr? 8.5. war die Aussaat im Bukatex-Substrat mit 730 Mikrosiemens angegossen. Das Ganze am 13.5. war die Keimung. So sieht jetzt das kleinste Pflänzchen aus, ne? Das mickrige in dem Sinne. Macht sich aber auch gut, ne? Sieht recht schick aus und kräftig. Also auch das wächst richtig cool, ne? Also auch die kleinen Sachen nicht immer, sondern besser nicht wegschmeißen, sondern einfach mal mit wachsen lassen, ne? So, wer weiß, da kann was Besonderes draus werden. So, dann haben wir es ganz am 9.6. hier eingepflanzt, mit Vuxal Universal angegossen bei 750 Mikrosiemens, in Kokoserde angereichert mit Vulkatec-Kakteen Premium Substrat. Aber das, na nee, nicht schon wieder. Sag nicht, aber das, ne, wissen wir nämlich gar nicht, weil den Film kann ja nicht jeder gesehen haben, von daher. Okay, aber das hat sich sehr gut entwickelt, sind kräftig grün, verhalten, kompakt gewachsen, so wie wir das möchten, erzielen möchten in dem Sinne. Was das Wachstum der Pflanze natürlich auch hergibt dementsprechend. Ne? So, werden wir hier jetzt etwas machen oder nicht? Am 9.6. haben wir eine Kanzel gemacht. Ne? Ich würde sagen, nein. Gucken wir mal die Größe der Pflanze an, die Größe vom Topf. Also sie wird noch nicht komplett durchwurzelt sein. Das heißt also, auch hier sind tatsächlich noch im Erdreich Nährstoffe vorhanden, die die Pflanze beim Wachstum der Wurzeln erreichen wird. Ne? Von daher werden wir heute noch nicht düngen. Wie viel haben wir heute überhaupt? Ich glaube, am 20.06. kann das sein? Ja, ich glaube ja. Okay, das kurz zu den Grünkohl-Tomaten. Oh, da bin ich mal so gespannt drauf. Ich hoffe, dass uns das gelingt, dass wir da also auch tatsächlich eine Pflanze wiederbekommen, die dann dementsprechend einen kleinen Habitus, kompakten Habitus entwickelt und uns auch mit Früchten beglückt. Die gelbe Zwergtomate. Ja, noch ist sie grün, ne? So, circa 2,5 Monate alt sind die Pflanzen jetzt hier. Das sind die letzten beiden, die ich jetzt im Haus noch habe. Die anderen stehen alle draußen und nach wie vor im Haus entwickeln sie sich wesentlich besser. Ne? Schöne Früchte ausgebildet. Warten darauf, dass die gelb werden. Jetzt haben wir das Ganze am... Moment, ich bin auf die Seite hier, da können wir das besser sehen. Wann war das denn jetzt? 3.6. Da unten steht es doch, siehst du wohl. Am 3.6. hatten wir das letzte Mal gedüngt mit GAE auf 900 Mikrosiemens. Ich glaube, die müssen wir auch wieder düngen, denn die Blätter sehen jetzt, ich muss da wieder nach oben gehen, die Blätter sind doch hier jetzt recht blass schon geworden. Also auch daran kann man das dann erkennen, wenn sie anfangen gelblich zu werden. Also ja, die Früchte brauchen wahrscheinlich jetzt auch viel Energie und das steckt die Pflanze da rein und dementsprechend werden die Blätter vernachlässigt, wenn nicht ausreichend Nährstoffe gegeben sind. Aber wir wollen sie auch nicht überdüngen, ne? Von daher beobachten wir das ganz einfach jetzt, wie sich das entwickelt. Das heißt aber im Klartext, heute werden wir wieder düngen. Ganz klarer Fall. So, mal eben gucken, dass wir hier die Aussaat mitnehmen hier. Am 5.4. und 9.4. war die Keimung. Und dann sehen wir auch, wie wir gedüngt haben. Am 12.4. mit Vuxal Universal. Am 24.4. mit Vuxal Universal. Jeweils mit 700 Mikrosiemens. Und am 29.4. das gleiche nochmal. Und am 7.5. und am 10.5. haben wir sie hier hineingepflanzt. Da oben steht es. Am 10.5. haben wir sie umgepflanzt. So war das genau. Dann werden wir sie heute wieder düngen. Ich klebe das schon mal drauf hier, damit ich das schon mal beschriftet habe. Ja, nicht hier drüber kleben, so. Ja, und das Ganze haben wir jetzt aufgedüngt. Heute 20.06. 960 Mikrosiemens mit dem GHE Softdünger. Das ist ganz wichtig, denn ne, da wir kein Leitungswasser verwenden, sondern weiches Wasser, müssen wir dementsprechend für softes Wasser dann dementsprechend die Mikronährstoffe haben. Okay? So, angesetzt haben wir das Ganze mit 0,3 Milliliter von dem Grow, 0,6 Milliliter von dem Mikro und 0,9 Milliliter von dem Blom in einem 3/4 Liter Wasser. Da war mir das etwas zu hoch, dann habe ich nochmal 50 Milliliter Wasser dabei gegeben. Das ist Pi mal Daumen, ne? Ganz genau kannst du ja nicht messen, aber du kannst es nachmessen. Ne? Das heißt, wenn es da nicht passt, misse einfach kurz, ne, ist es zu hoch, schluck Wasser bei wieder, bis es passt und gut ist. Ne? Ist natürlich die einfachste Variante, wenn man es ganz genau haben möchte. So, das heißt also, Sie bekommen jetzt wieder Dünger mit Wasser.
So, ich gieße einfach mal einen Schluck rein und das war's. Ne? Und dann gucken, was haben wir denn überhaupt jetzt verbraucht hier? Wäre vielleicht auch mal interessant zu wissen. Jetzt können wir es ja ablesen. Ne? Hörst du mal zu wackeln? Oh, das waren knapp 60, 70, 800, ja, so 70 Milliliter waren das jetzt ungefähr, was hier reingekommen ist. So, dann haben wir ja noch die kleine. Auch da hatten wir damals eine kleine, in dem Sinne, ne? Die auch mitgewachsen ist, wie wir sehen. Hat zwar noch keine Blüten entwickelt, ist aber wunderschön gewachsen jetzt mittlerweile. Auch hier gibt man jetzt einen Schluck mit bei, dass die auch gedüngt ist. Jetzt hatte ich die heute Morgen schon gegossen, von daher ist das jetzt gerade so durchgelaufen, ne? Weil die Erde nass war. Ist aber nicht so tragisch, in 2 Tagen ist das auch wieder weg, von daher ist das nicht so wild. Sollten allerdings nicht ständig im Wasser stehen mit Erde, ne? Ganz, ganz wichtig. So, dann damit habe ich die Tomaten weiter vorbereitet. Ganz wichtig zu erwähnen ist, lieber... Oh Mann, ist so, ich pass mal auf. Lieber weniger düngen. Ne? Wenn du siehst, dass Mangelerscheinungen da sind, dann kannst du verhalten etwas mehr düngen. Ich mache mir jetzt hier. Aber bitte nicht übertreiben. Das bringt nämlich nichts, wenn du die Pflanzen überversorgst. Von daher ist weniger besser, bis du es raus hast, wie es ganz genau läuft. Und dann kannst du dementsprechend das so handhaben, dass es gut läuft. Ne? Das haben wir auch bei der Hydroponik gelernt. Ne? Weniger ist tatsächlich besser, um die Pflanzen nicht zu überversorgen. Denn wenn sie überversorgt sind, dann ist Feierabend. Ne? Dann läuft es nicht mehr so gut. Wenn du weniger gedüngt hast, kannst du noch eingreifen. Ne? Dann ist das wesentlich einfacher. Also, ich mache jetzt den Zettel auch noch hier dran, dass wir das hier drauf stehen haben, damit wir wissen, was wir gemacht haben. Ne? So, okay, das war es jetzt erstmal zu den gelben Zwergtomaten im Haus. Was ist denn mit den Chilis los? Ja, sie blüht nicht mehr oder sie blühen nicht mehr wirklich. Dieser hat gar keine Frucht angesetzt. Hier interessanterweise ist eine Frucht, die angesetzt ist. Ne? Also tatsächlich wird dann voraussichtlich auch wieder die Rettkürbis Charapita werden. Sie wirft, ich mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Hier sind noch Blüten dran. Ja, die bleibt dran, die nicht, die fällt ab. Die bleibt noch dran hier. Die bleibt auch dran, die fällt ab, die fällt auch ab. Also mit Blüten ist in dem Sinne nichts mehr hier. Die werden abgeschmissen. Woran liegt das? Ich habe sie nicht mehr gedüngt. Das letzte Mal, als wir gesehen haben, habe ich ja gesagt, ich müsste sie wieder düngen oder wollte sie düngen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich es einfach verpasst habe. Was ist passiert? Ja, den Pflanzen geht es gut, ne? Sind schön grün, außer diese hier. Aber hier lag es ja daran, weil wir hier diesen anderen Dünger verwendet hatten. Und zwar den GHE für hartes Wasser. Dann habe ich ja gesagt, das beenden wir hier. Nehmen wir dann jetzt auch GHE für weiches Wasser, also Mikronährstoff in dem Sinne. Ich habe es dann nicht gemacht. Ich habe nur mit Osmosewasser aufgefüllt das Ganze. Sind relativ... gut, ne, im Wachstum in dem Sinne, aber sie haben keine Blüten ausgebildet mehr und haben die anderen Blüten, die da waren, abgeschmissen, weil eben keine Nährstoffe mehr im Wasser drin waren. So, ist so passiert, können wir jetzt so mitnehmen, das passiert dann halt, wenn keine Nährstoffe dazukommen. Ne? Also werde ich sie jetzt auch wieder aufdüngen, das machen wir just aber alleine. Vor allem mache ich es jetzt, weil ich es ja im Film dementsprechend auch zeigen möchte. Und dann schauen wir uns gleich die andere Chili an, das Geschwisterchen von diesen beiden hier, die Pflanze, die im Vulcatec Premium-Kakteensubstrat in dem Sinne steht, ne? Wächst. Okay, dann setze ich mal den Dünger an und dann sehen wir uns gleich wieder. Siehst du wohl, jetzt hat er sogar die eine Frucht abgeschmissen hier noch. Ne? Also, ja, der Pflanze fehlt einfach was. Ne? Ohne Nährstoffe geht es dann eben doch nicht. Wir schauen uns jetzt die Wurzeln an, glasklar. Richtig genial ist anzusehen, das ist echt der Wahnsinn. Ne? Da ist nichts dran an den Wurzeln, das ist richtig cool. So, ich will sie jetzt nicht überversorgen am Anfang. Salze, nicht wahr? Wenn vorher keine Salze drin waren, müssen wir da ein bisschen aufpassen. Ansonsten ne, könnte die Pflanze vielleicht einen Schock bekommen. Und von daher gebe ich jetzt hier nur mal die halbe Dosis rein von dem, was wir vorhin angesetzt hatten. Also hier hatten wir 960 Mikrosiemens drin. Ich habe jetzt ungefähr ja, knapp die Hälfte hier rausgegossen. Den Rest fülle ich damit jetzt auf. Und dann kommen wir auf... Ja, da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Also das habe ich schon gelernt. Wir dürfen nicht eine Pflanze, die gar keine Nährstoffe hatte, lange Zeit im Wasser stand, also im Osmosewasser in dem Sinne, dann plötzlich mit ganz vielen Nährstoffen versorgen. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen. So, wir haben jetzt 470 Mikrosiemens hier drin. Das werden wir jetzt für eine Zeit so lassen. Ich vermute mal für eine Woche oder so. Und dann werden wir das Ganze weiter aufdüngen. Dementsprechend auf bis zu maximal 1200 Mikrosiemens. Maximal, wohlgemerkt, ne? Und ja, müssen wir mal gucken, wie sie sich jetzt weiterentwickeln. Ist dumm gelaufen. Aber ja, was soll's. Jetzt wissen wir wenigstens, warum die Pflanzen ihre Blüten und Früchte abschmeißen, ne? Wenn keine Nährstoffe drin sind. Ja, was willst du machen? Ne? Da kann die Pflanze halt dann nichts mehr produzieren. Dann machen wir es bei der Pflanze auch nochmal kurz gemeinsam hier.
Auch hier Wurzelwachstum. Genialst. Helle Wurzeln. Und auch hier kippen wir jetzt ein bisschen von dem Wasser raus hier. Und füllen das Ganze mit dem aufgedüngten Osmosewasser nach. Wenn es nicht ganz reichen sollte, ich muss das mal eben nachmessen, dann werden wir gleich das Ganze nochmal neu ansetzen. Ich mache das dann. Moment bitte, setz das Ganze neu an. Und dann gucken wir, oh, guck mal, 460, yippie, guck mal. Also irgendwann hat man es auch raus, ne? 460 Mikrosiemens haben wir jetzt auch hier dementsprechend drin. Gut, ich hatte den Zettel jetzt auf 470 Mikrosiemens gedruckt, ne? Aber ich denke mal, das ist jetzt auch nicht so ausschlaggebend. Dann klebe ich das mal just schnell hier dran, damit wir das mitnehmen und wissen, was wir hier gemacht haben, ne? Okay, das war es jetzt erstmal. Ach nee, wir wollen uns ja die einen noch angucken. Okay. Nun ja, also zeigen wir es mal so noch. Schick gewachsen, aber wie gesagt, Blüten abgeschmissen und von daher wollen wir mal gucken, wie es damit jetzt weitergeht. Ja, auch diese habe ich vernachlässigt. Guck mal an, ne, da siehst du schon am Grün, also die braucht wirklich Nährstoffe. Jetzt könnte man sagen, ja, gibt doch genauso viel wie hier, da. Nö, geht nicht, weil hier haben wir ein Substrat, kein Wasservorrat, so wie wir es hier haben, ne? Sondern hier kannst du immer nur schluckweise reingießen im Prinzip. Ne? Das heißt also, hier muss öfters gedüngt werden, das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Also einmal die Woche müssen wir beobachten jetzt. Also ich gucke mal, dass ich es jetzt schaffe, dass ich das richtig handhabe wieder. Weil im Moment habe ich ein bisschen viel um die Ohren. Ich hoffe, dass ich irgendwann mehr Zeit wieder hierfür finde. Ich habe das Ganze jetzt im Untersetzer stehen. Dort kommt das jetzt im Anstau. Das Wasser läuft jetzt so unten rein. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel reingieße. Ne? Also wir haben jetzt einen kleinen Schluck da reingegossen hier von der Menge. Ne? Und die haben ja hier im Prinzip einen ganzen Liter, aber jetzt erstmal weniger an Nährstoffen gemessen als normalerweise, weil die Wurzeln müssen sich erst hier wieder so ein bisschen dran gewöhnen an die Salze. Ne? Von daher müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, also das sehen wir schon. Vulkatex-Substrat funktioniert wunderbar. Müssen wir natürlich öfters düngen als in der Hydroponik. Ist aber auch logisch, selbstredend. Wie bei anderen Pflanzen auch, das weiß man ja eigentlich. Ne? Also hier kann man sehr schön Nährstoffmangel erkennen. Hier haben wir eine Frucht, hier entwickelt sich auch eine Frucht. Also, und die bleiben auch hängen, die fallen nicht ab hier. Interessanterweise, hier oben ist jetzt noch eine Blüte. Da habe ich auch schon ein paar Mal dran gewuckelt, fuckelt. Ne? Die fällt auch nicht ab. Das ist okay soweit. Sie muss halt jetzt öfters gedüngt werden. Wie gesagt, einmal die Woche, vielleicht auch alle zwei Wochen nur einmal. Wir müssen sie jetzt beobachten. Also ich muss sie jetzt beobachten, ne? Und dementsprechend zu reagieren. Gut, wir haben ja einen Vergleich von Grün zu Grün. Das ist natürlich auch mal schön. Da sieht man dann auch dementsprechend die Veränderung, die dann tatsächlich stattfindet. So, meine Lieben, alter Schwede, ja, ist so, ne? Wenn du so viel um die Ohren hast, dann kann es auch schon mal passieren, dass du einfach Sachen liegen lässt und da erstmal gar nichts mehr machst, weil andere Sachen halt wichtiger sind, aber das wisst ihr, denke ich mal, zumindest die meisten von euch. Das heißt, wir müssen heute schon wieder ins Krankenhaus, nicht müssen, sondern wir möchten ins Krankenhaus fahren, unsere Mama und Frau besuchen. So kann es gehen. Ich habe gleich vergessen, das auch aufzuschreiben. Das muss ich gleich auf jeden Fall noch machen. Spätestens, wenn ich den Film selber dann morgen sehe, weiß ich, dass ich es noch aufschreiben muss. Ja, manchmal ist das so. Dann vergisst du sogar das Aufschreiben. Ne? So, das als kurzes Update zu den Tomaten und den Chilis hier im Haus. Und dazu als Beleuchtung da vorne. Ich mache es gleich an. Bleibt dann natürlich dementsprechend auch an. Nur wenn ich arbeite hier, dann mache ich es aus, damit wir hier halt dementsprechend nicht gestört werden, ne? Und das Licht auch angenehmer ist. Ja, Chili und Tomaten im Haus ist eine mega coole Sache und man kann ständig etwas lernen. Selbst wenn man, ich sag mal, nicht Fehler macht, sondern wenn man keine Zeit hat, daraus Fehler entstehen. Aber auch das können wir hier tatsächlich im Kanal verfolgen. Ne? Von daher ist es schon sinnvoll, dass man immer wieder mal das Ganze anschaut, ne? Damit man nichts verpasst. So. Weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier im Reich der Pflanzen im Haus. Und Tomaten und Chilis im Haus ist eine mega coole Sache. Ja, das macht richtig viel Spaß, wenn man die richtigen Sorten dementsprechend hat. Genauso wie diese Chili hier, diese Charapita, die Red-Kürbis-Charapita, wie ich sie nenne, ist eine schön kompakt wachsende Sorte. Ist sehr blühfreudig und auch fruchtfreudig eigentlich. Nur mein Fehler macht er natürlich nicht. Ne? Aber wieso ist das so? Wieso? Na, weiß Bescheid. Da kannst du jetzt so mal mitnehmen. Ne? Okay, so. Jetzt muss ich mich ein bisschen ranhalten hier. Ciao, ciao.